Da haben wir wieder mal das gleiche Problem, was ich sonst immer auch habe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hallo? Oh, zeig mir deine Waren. Ich will was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Natürlich. Kettensäbel. Okay, ich möchte was verkaufen. Behalte ich. Gebe ich weg. Geschicklichkeit. Dann gebe ich weg. Gesetzerrüstung, die müsste ich eigentlich auch verkaufen. Oder verkaufen? Ich muss irgendwie was Mörderisches verkaufen. Was mir sehr viel Geld bringt. So, ja, das wollte ich eigentlich immer nachgucken, ob ich da irgendwas brauen kann. Halbtränke oder irgendwas. Reines Elex, pures Mana. Ich weiß, wo ich das verkaufe. Keine Ahnung. Oh, ein Flügel. Ach so, ja. Von dem Vieh. Hornplatt. Magnesium Fackeln kann ich auch verkaufen. Pressekammer behalte ich. Alter. Und einen Hammer verkaufe ich. Oh, sogar drei schon wieder. Unbrauchbares Verbandstasche. Okay. Löffel. Goldner Kelch. Schatulle. Rein theoretisch könnte ich das auch verkaufen, weil im Endeffekt bringt das mir auch gar nichts. Das Zeug. Ich glaube, fehlen jetzt noch 2000. Anleitungen, die kann ich rein deutlich auch verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob mir das da eher zum Nachteil wird. Ich habe jetzt noch nie was gebraut. Heiltränke, die behalte ich. Die Rezepte. Stimmt, habe ich irgendwie. Bevor ich jetzt noch weiter damit so verkaufe ich es nicht. Ich weiß ja, wo ich es verkauft habe. Alles meine Basis. So. Mal gucken. Ich glaube, ich habe immer noch zu wenig Elixit für die Rüstung. Aber mal gucken. Vielleicht kriege ich einen Rabatt. Aber nur vielleicht. Das wäre mir eigentlich immer komplett wichtig, dass ich auch mal diese Rüstung bekomme endlich, dass ich meine alte Setzerrüstung mal ablege. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Cool. Bergerhelm, dunkelgrüne Kapuze. Kriegerrüstung, 10.000.
Alles nichts. Okay. Okay, das war ein Versuch wert. Hab festgestellt, das bringt mir nichts. Ich brauche 10.000. Wo ist so ein Tisch, wo ich brauen kann? Achso, ich muss jetzt immer zu einem Magier da hingehen. Um mein reines Elixit gegen Mana einzutauschen und das dann alles zu verkaufen. Entschuldigung, Entschuldigung, sind Sie durch? Das hat er schon. Hallo! Nie wegrennen. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Okay. Bring mir etwas bei. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Sicher. Hallo. Ich will was verkaufen. Wo ist es? Reines Elix, pures Mana. Damit kann er bestimmt mehr anfangen als ich. Reines Elix behalte ich erstmal. Ja. Hab ich nie pures Mana von dem bekommen? Das kann sein. Habe jetzt nicht so drauf geachtet, was ich von ihm da im Gegentausch bekomme, aber ich glaube, es war pures Mana. Möchtest du den Handel abschließen? Auf Dicken. So, Bank. Anleitung. Oh. Verboten. Ja, ich möchte was herstellen. Wo ist denn dieser... Was passiert denn eigentlich jetzt wirklich, wenn ich da mal reinspringe? Er hat ja gesagt, es wird dann verunreinigt. Ich habe es aber noch nie ausprobiert, mal dort mal reinzuspringen. Ich glaube, das sollte ich auch mal lieber lassen. Was machst du da? Keine Ahnung. Steht da nicht da, dass es verboten ist? Piss dich oder geh bitte weg. Dass ich weitermachen kann. So. Das immer hier oben abgefrühstückt, haben wir jetzt das ganze Elixit mal. Entschuldigung. Juhu. Bin schneller als du. Na gut, ich muss auch den ganzen Tag hier Kisten hoch und runter schleppen, also. Sind wir mal ein bisschen gnädig. Wo kann ich denn das Zeug herstellen? Berserkerlehrer, Handwerkslehrer. Ich brauche so eine Handwerksbank eigentlich. Ich weiß es. Ich zum Beispiel an der Schmiede was herstellen kann oder was verbessern kann. Apropos verbessern. Wenn ich jetzt Zeug verbessern kann. Technik. Ha. Muss ich jetzt mal ausprobieren oder gucken, was er sagt.
Entschuldigung, muss hier durch, muss hier durch, muss hier durch. Vorsicht. Junge, Vorsicht. Kiste. Uff. Das wäre eigentlich richtig mies, immer wenn man den anrempelt, dass er so die Kiste fallen lässt. Das wäre eine coole Animation. Aber das wäre auch gemein. Da würde ich den ganzen Tag hier nur noch so rumlatschen. Nutzen den Werkbank. Anfertigen. Tor. Da bräuchte ich dann auch gleich wieder Geschicklichkeit, ja. Zu viel. Okay. Konditionen bräuchte ich dann schon wieder plus 10 mehr. Okay, dafür braucht man also das ganze Zeug eigentlich. Einsetzen 0 von 1. Modifizieren. Waffe steigern. Ich kann anfertigen, aber warum geht das nicht? Voraussetzung Chemie 1. Heiltränke 0 von 2. Okay. Ich brauche Chemie. Verdammt. Davon verstehe ich nichts. Ach so, dafür brauche ich kleine Heiltränke. Ach so, jetzt wird ein Schuh draus. Ich brauche Chemie 1 dafür. Helix-Extrakt. Mana, großer Mana-Trank. Ring der Geschicklichkeit. Will ich nicht herstellen. Amulett des Banditen. Goldschmied 1. Elixid, Gold, Rocken, Dietrich. Klauen und Schlösser knacken. Nee, bringt mir nichts. Schlösser knacken habe ich schon, aber Clown tue ich ja nicht. Ich tue nur ausleihen. Müsst ihr euch mal hinter die Binde schreiben. Was ist Chemie? Komm, jetzt lasst mich doch mal einfach in Ruhe. Persönlichkeit, Handwerk, Überleben 9, Berserker 1, Outlaw, Kleriker. Handwerk, genau, nicht das knacken, bla bla bla, Chemie. Brauche ich das nächste Level ab dafür, okay. So oder so, ich komme um Intelligenz nicht drum herum. Das ist es traurig an der ganzen Geschichte. Okay, ich brauche noch ein Level ab. Noch ein Level ab. Brauche ist, ich weiß nicht wie. Ich kann jetzt hier wieder durch die Gegend ziehen und wieder ein Vieh nach dem anderen umhauen. Bringt mir aber persönlich überhaupt nicht. Ich habe noch Handgranaten, damit könnte ich rein theoretisch irgendwas plätten. Mal sehen. Das ist echt traurig. Was alt macht nur. Viecher kriege ich ja nicht klein, das ist das Problem. So,
Machen wir einfach mal neue Erkenntnis. Wo muss ich dafür hin? Die ist da. Okay. Kleines Lager. Die muss ich. Hier müsste ich Oma sagen, dass sie mal hier in die Stadt hoch. Ach! Zur Verteidigung, na klar, in die Stadt. Dort muss ich auch noch mal irgendwann mal hoch, wenn ich die Eier dazu habe. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Das war gleich am Anfang. Geschoss? Nein. Entweder immer zu spät zu oder zu früh oder zu spät zu. So. Das war mein Getränkeglas, das umgefallen ist. Aber ist müde. LKW müde. Wieder das gleiche Problem. Okay. Ach so, okay. Eine Frage, ist das jetzt irgendwie schon Standardprogramm, dass es hier permanent regnet? Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Und die Welt, sie hat gebrannt. Hey, hallo. Da bist du ja. Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Geht's dir nicht gut? Du siehst so. Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Geile Waffe. Oh, du meinst also das Elex, ja? Verdammt. Ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Woher genau beziehst du dein pures Mana, wenn du welches brauchst? Wenn man Glück hat, findet man gelegentlich etwas irgendwo. Aber ganz sicher bekommst du es in Goliath an unserem Mana-Schrein. Ich könnte mir jetzt in die Schnauze hauen. Ich habe 39 Mal pures Mana verkauft. Ring der Feuerresistenz. Das ist schön.
Handgranate, Sturmgewehr. Was wollt ihr mehr? Gute Teller. Da oben, ja, da. Pixelgenaues Arbeiten. Tut mir leid, habe ich nie gelernt. Öllampe, Elixid, kleiner Mana-Trank. Alles nehmen, natürlich. Aua! Ich hab gedacht, man kann die entschärfen. Ist das nicht so? Verdammt. Kleiner Beißer. So, mal sehen, ob ich jetzt hier... Tut mir leid, die Armsätze sind tot. Das haben die nicht verdient. Ich frage mich aber jetzt gerade, wie viel pures Mana braucht sie eigentlich? Wie gesagt, das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie pures Mana braucht. Da kommt der Besen. Besen, seid's gewesen. Großartig rum. Dachlöcher. Entschuldigung. Weltenherz. Verlassen Öllampe. Hier jetzt mal irgendwas. Ich finde es auch krass, dass hier überall Zäune mit Stacheldraht sind und sowas. Ich glaube, du musst drauf schießen oder irgendwie sowas. Meine Liebe, ich habe pures Mana für dich. War nur für dich. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Dann mal los, lass uns gehen. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Yeah. War ich da nicht gerade? Hab ich da gerade nicht alles getötet? Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Dieses offenbar nicht mehr. Okay. Dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Sehr gut. Sehr gut. Ah!
Tja. Hey, das große Ding ist tot. Eine Wurmplatte ist das halt. Oh Gott, was ist denn das gewesen eigentlich? Auf jeden Fall mein Haustier. Oder ein Haustier von mir. Die leider immer ausbüchsen. Musst du aufpassen. Die sind böse, die beißen auch gerne mal in Ärsche. Vor allem in meinen. Also, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, könnte es ein Stalker gewesen sein? Ein Weltenherz. Das größte, was die Berserker jemals zustande gebracht haben. Sie machen die Welt für die Alps unbrauchbar. Ein Weltenherz nach dem anderen. Es ist schrecklich. Keine Seele mehr hier. Nur noch der Tod. Ich muss weitermachen. Geh ein Stück zur Seite. Ich brauche etwas Ruhe für meine Meditation. Oh wei. Und da war nämlich gerade das Schild wieder weg. Und? Es ist unglaublich. Tatsächlich höre ich auch hier etwas. Ja, und es ist ganz anders, als ich es immer vermutet hatte. Elex, es ist nicht nur überall. Es ist auch immer gleich. Selbst wenn es sich in den verschiedenen Aggregatzuständen befindet. Selbst wenn es gleichgeschaltet, in reiner Form oder auch als Mana vorliegt. Es spricht immer mit der gleichen Stimme und folgt ähnlichen Gesetzen. Das ist immer krass.